was ich dieses Jahr schon so oft gehört habe. Ach, ist das schön hier. Und wie lange ist hier geöffnet? Damit ist dann nicht die Uhrzeit gemeint, sondern die Saison. Und wenn ich dann den Leuten sage, Saisonende ist am 31.12. und fängt am 1.1. wieder an, dann werde ich natürlich oft erstaunt angeschaut. Also wer mit offenen Augen durch die Gegend läuft, kann feststellen, dass sich die Kultur am Main innerhalb der letzten 20 Jahre vehement zum Positiven verändert hat. Das heißt, zum einen mal spielt die Begehbarkeit eine Rolle. Die Parkplätze, was früher Parkplatz war auf Sachsenhäuser Seite, ist jetzt Gehweg oder Grünfläche. Mit daran ausschlaggebend ist natürlich auch die Wasserqualität des Mains, die ja sich auch erheblich verbessert hat. Ja, das sind so die Faktoren, die die Leute wieder zum Wasser bringen. Weil ich der Meinung bin, dass das eine interessante und gute Veranstaltung ist, die gewisse Stadtteile, Lokalitäten auch mal in einem ganz anderen Licht darstellt, so wie es der Bürger im Alltag nicht erlebt. Und deshalb mache ich auch aus Überzeugung mit. Ich wollte noch mal herausstellen, dass das hier ein Ort auch ist mit sehr herausragend positiver Energie, die auch durch den Wirt vermittelt wird.